Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallo, den Hänger hast du schon unten für das Wasser? Ja, den ist Anhänger alles schon unten auf dieser eine im Flug. Ah, ja, ist klar. Nein! Oh, ich hab jetzt die andere. Nein, was ist nein? Was? Ich hab die Palette vom Anhänger runtergeschmissen. Aber warum tust du denn sowas? Das ist doch gar nicht mal so gut. Was? Nicht? Naja, klingt die Verzichtung unbedingt. So, dann hängen wir mal den Anhänger an und dann sehen wir, da haben wir noch ein bisschen Wasser drin. Gibt auch ein neues Icon sogar für Wasser. Guck's dir an. So, dann bringe ich mal ganz kurz mal Wasser rum hier. Bei den Schafen bringe ich dann auch mal Wasser hin. Wir haben ja irgendeinen Container noch hier unten stehen, oder? Wie? Irgendein Zeug. Was für ein Zeug? Hast du mal Ach, das ist Dünger. Ja. So, das ist kein Flüssigdünger, sondern... Das ist so Dünger. Wo haben denn die Schafe ihr Wassertrog? Ach, da unten. Alles klar. Naja, gut. Dann muss ich ja gar nicht so groß rumfahren müssen hier. Vielleicht wäre so eine Pumpe auch eine Investition, was meinst du? Ja, 5000 pro Stall oder was war das? Stall, ich dachte, nein, glaube ich, ein einmaliges Ding. Ich denke, wenn du eine Pumpe hast, hält es den Stall immer auf 15% nein, Wasser. Nein, ich glaube, er wird standardmäßig auf 15%. Nur es gibt so, zusätzlich die Pumpe, damit man nicht weit fahren muss. Wenn die standardmäßig auf 15% gehalten? Was? Wie? Ich glaube, dass die Nahrung... Nee. Also standardmäßig, du musst ja irgendwie Wasser da hinbringen. Aber ich dachte, dass das Pumpe pro Stall war, damit in dem Stall immer mindestens 15% Wasser drin ist. Kann sein, aber die Pumpe ist ein normales Objekt und kein Stall. Das hat mich verwirrt. Du kannst den Stall nicht upgraden oder so. Ich glaube, dass die halt in einem Umkreis... Könnte aber auch sein, dass du eine Pumpe hast und dass dann einfach Rohre verlegt werden. Rein hypothetisch. Ja, in einem gewissen Umkreis wirkt die dann und dann. So. Man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. Ach, gibt's da hinten? Was gibt's da? Ich hab geglaubt, da hinten gibt es keinen Grund mehr, um festzuhören. Achso. Aber warum suchst du denn immer einzeln fest? Du kannst doch einen Hänger einfach dann davor, also einen Trigger davor und einen Weil, drücken. Wenn ich auflade und etwas gut platziert ist, dann tue ich es gleich fest. Und alles klar, okay. Und ja, das den Rest mache ich danach. Naja, das klingt fast. Das klingt fast sogar nach einer gewissen Logik, die ich da erkenne. Das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Mein Vater hat letztens seinen Zurgut aufgeschnitten, weil er ihn nicht aufbekommen hat. So. Dann brauche ich jetzt den nächsten Kurs. Und zwar brauche ich jetzt Feld 3 Meter. So. Ah, du hast dir schon Wasser geholt? Ja, Wasser habe ich jetzt schon mal gebracht. Ja. Ah, es war ja noch was im... Es war noch was im Fass, ja. So, wo sind jetzt meine Linien hier? Da sind meine Linien. Ja, dann nehme ich doch gleich die Spur, wo ich hier stehe. Ja, was habe ich rangebracht an den beiden Stellen? Aber beim Hühnerstall müsstest du vielleicht nochmal putzen. Okay. Beim Schafstall wahrscheinlich auch. Und beim Schafstall auch. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Hühnern hinkriegen. Also morgen früh werden wir dann mal da... Haben die Schafe noch 100% Essen? Nee, 100% haben sie nicht mehr. Okay. Ja, weil vielleicht kriege ich jetzt das Gras hinein. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Warte, Schafe... Gras, nee, ist noch 100% voll. Ja. Deshalb kriege ich das nicht rein. Naja. Dann lagere ich das immer einfach direkt nebenan. Ja, hab schon gesehen, wo es lagert. Also lagern. Oh, das sind schon. Aber das verrottet ja jetzt, oder? Ja, oder? Das kann jetzt etwas verrotten, ja. Okay. Wenn es verrottet, ist auch egal, weil. Da haben wir die kleine Menge. Ja, gut.
Ja, es wird immer mal wieder ein bisschen weniger, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass du jetzt, wenn man gar nichts mehr danach hast, sondern also sich verschwinden 10% davon oder so. Ja. So. Das ist ja nicht weiter wild. Ich bin übrigens so da. Wo? Ab meinem Bunkersilo. Ach ja. Ja, ich sehe schon den ersten Hafer an hier. Sehr schön. Hafer Jens? Ja, natürlich, manchmal, ne? Bin ja echt mal gespannt, wie sich das mit dem Wachstum, wie sich das so alles verhält hier, ne? Wenn jetzt die Aussaat fertig haben und dann haben wir ja wahrscheinlich, dann können wir wahrscheinlich doch mit 15 wieder laufen lassen, aber wir kommen jetzt in den letzten Tag, an dem wir Hafer aussehen können. Darf ich überhaupt Hafer aussehen? Habe ich gar nicht nachgeguckt. Hoffentlich. Doch Hafer darf ich heute noch und morgen darf ich Hafer noch. Ja. Sojabohnen wäre dann März, April, okay. Nicht März, April, nicht. Oh, naja, du weißt schon, was ich meine. Also wie einigen wir uns jetzt? Der Frühling ist jetzt, der zweite Monat Frühling ist April, sind wir jetzt, ne? Ich würde einfach Monat 1, 2, 3 sagen. Das ist ja auch schwierig. Wieso? Ja, ja. Na gut, wir sind 0,2 Mitte Frühling, hast ja recht. Aber generell wäre das eigentlich April. Nicht mehr? Achso, ja, März, nee, April. März fängt doch. Mai wäre dann auch noch Frühling. Ja. Ne, Juli, August. Im Juni fängt ja der Sommer dann an, ne? Dann wird es ja schön kuschelig warm. Ja, es geht sich eh aus. Also ja, passt eh. Ja, ne, natürlich passt das ja eh. Ja. Also das Einzige, was wir noch machen könnten, wenn wir schneller laufen lassen würden, dass wir die Tage noch verdoppeln, ne? Also dass wir dann sagen, okay, eine Jahreszeit hat nicht nur einen Tag, sondern zwei Tage. Mhm. Aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil wir dann doch ab und zu mal so ein paar Sachen haben, die wir überspulen müssen. Na gut, wir können ja jederzeit schlafen, ne? Ja. Können ja jetzt jederzeit sozusagen spulen. Bei den Hühnern. Wie? So, diese Feldkante habe ich denn hier erstmal schon mal schön gerade und dann können wir loslegen. So, kriegst du es rein oder? Ich glaube, du hast nämlich auch gesagt, du kriegst es nicht rein und dann ist es wieder daneben gekippt. Nein, das genauso ist jetzt teilweise jetzt rein. Aber für mich sieht es aus, als wenn alles wieder davor liegt. Nein, nein, da war noch ein kleiner Haufen nochmal extra. Okay. Ja, es ist auch weniger Weizen jetzt. Okay. Ja, es läuft jetzt alles. Dann guck mal nach, ob du jetzt 100% Sauberkeit hast oder nicht, oder müsstest du den nächsten Tick mal abwarten. Oh, das wieder berechnet. Runter, 6, Gas. Wird langsam dunkel. Also auch hier, bei mir gerade. Das Sonnenlicht von draußen wird immer weniger. Ja, Lechter, ich hab die Vorhänge zu, ich seh's nicht. Was? Ich hab die Vorhänge zu, ich seh's nicht. Ach ja. Na, weil es über den Tag habe ich die Vorhänge zu, wenn ich nicht im Zimmer bin, damit die Sonne nicht so hineinstrahlt. Ach ja. Ja, ich habe immer, ich habe gar keine Vorhänge, wo ich es zumachen kann, erstens. Und zweitens, ich sehe eigentlich Sonnenlicht schon mal ganz gerne. Also, ja, man mag es kaum glauben, als gesagt, ich wenn nicht, aber doch, ich sehe doch auch ganz gerne mal Sonnenlicht. Wenn ich nicht da bin, weil sonst dann heizt sich das Zimmer nicht so auf. Dann heizt das Zimmer sich nicht so auf. Man sieht aber auch nicht, wie viel Prozent das Maximum maximal hineinpassen bei Grasheu. Nein, dem nicht die Zahl, das ist ja nicht, aber du siehst ja den Balken, wie lang er ist und das ist ja voll. Quasi. Ja. Das ist. Habe ich alles gereinigt? Schön.
Ja, dann guckst du mal nochmal, was ist so ein Kuchen jetzt wert? Haben wir da schon jetzt 7 Dollar oder? Dann ist es ja gleich 20 Uhr, ist ja gleich 6 Dollar. Feierabend. Immer noch 6 Dollar, na ja, gut. Du wolltest noch Lampen bauen. Ja. Wollte den Traktor aber noch zurückfahren. Lampen bauen, Lampen bauen. Ja. Bin mir nicht sicher, ob wir den Pferdeanhänger, den könnten wir eigentlich verkaufen, oder? Und Pferde transportieren machen wir jetzt eigentlich ja nicht mehr, oder? Ja, ich meine, Ställe haben wir auch keine, um uns zwischen den Ställen oder so zu transportieren. Ja. Den könnten wir wirklich ja nicht verkaufen. Da kannst du die So. ganze mal bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Vielleicht will ihn einer haben. Ja, soll ich eine Straßenlaterne nehmen oder so ein Flutlicht? Ich glaube Ja, eine was für. Straßenlaterne. Ja, denke ich mal. Eine hohe. Ich kenne die Lampen auch nicht. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie die aussehen und was die machen. Ja, ich hoffe nur, dass sie halt nicht. Ah, die sind schon kleiner. Was kostet Hoffen. so eine Lampe? 1500. Egal welche. Nein, der ist Flutlicht 2000, den noch Okay. kleineren 1300 und so Aha. weiter. Wo willst du die hinstellen denn? Direkt vors Haus oder? Na, ich würde beim Platz. Am Platz würde ich zwei machen. Zwei sogar, dann macht er erstmal eine, dass wir überhaupt sehen, wie viel Licht die macht. Okay. Wie kann ich das Ding selber. Ach, so kann ich es. Willst du dem Hund denn da eine Lampe hinstellen, damit er die ganze Zeit immer Licht hat? Nein, nicht den Hund. Kamerawinkel kann ich leider nicht ändern. Nee, das ist ein bisschen. Steuerung ist alles ein bisschen hakelig, finde ich. So, unschön. So. Weil ich will ja die Kamera, also die Lampe will ich ja auch halbwegs gerade ausrichten. Eine hätte ich hier. Keine Ahnung, wo er die hingebaut hat. Ne, hinten beim Gerätehof. Okay. Macht die schon Licht? Noch nicht wirklich. Und hast du. Na, wolltest du nicht eine erstmal bei deinem Lager dahin machen, wo du jetzt sowieso verlädst? Ich dachte wohl, wir wollen die da hinten machen. Da hätte ich Ja. dann auch eine gemacht. Ja, dann mach doch eine da noch hin, damit du dann beim Verladen jetzt. Du bist ja jetzt gerade am Verladen, oder nicht? Ja. Dann siehst du gleich, wie viel Licht sie macht. Ich glaube, mit 20 Uhr Feierabend, das wird heute nichts. Komm, wir machen heute ein bisschen länger, wa? Oder willst du 20 Uhr Gut Feierabend machen? möglich. Auf die ist halbwegs grad, das sieht man leider nicht. Oh, sieht erstmal nicht schlecht aus. Was ich jetzt da hingestellt hätte, weiß ich nicht, aber. Weil jetzt hast du So. ja wirklich den Hund quasi die Lampe an der Hütte gestellt. Er hat ja in der Hütte. Hat Nee, er ja meinst du? seine Ruhe. Achso, ich dachte, er hatte auch Licht drin. Machen wir dem Hund Licht in die Hütte. Können wir auch. Oh. Hätte vielleicht nicht den nehmen sollen. Was? Ups.
Ach, der Hänger macht schon wieder Männchen. Ja. Aber auch kurios. Das ist aber auch neu. Das hat er früher nicht gemacht, oder? Weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte nie so voll. Also immer, wenn ich den beladen habe, hat er sowas jemals nicht gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn erst vorne beladen habe. Ja, beladen habe ich ihn ja auch vorne zuerst. Aber entladen jetzt. Mhm. Macht Sinn? Also ist schon ein Unterschied mit dem Licht jetzt, was da ist? Also sieht man das? Nein, noch nicht. Kann man die anschalten oder ist die Dauer an? Ich glaube, die sind dauernd. Oder die gehen an, wenn es dunkel ist. Okay. Hoffe ich halt. Das ist alles solche Sachen, die muss man ja. Muss man ja berücksichtigen. Haben die denn laufende Kosten? Ja, 5 pro Tag. Das Flutlicht hätte 10 pro Tag. Ach, verdammt. Was? Naja, ich habe jetzt die Bahn durchgezogen, aber. Unterwegs ist mir das Saatgut ausgegangen. Okay. Ah ja, da ist mir Saatgut rausgegangen. Ich muss noch Saatgut holen kommen. Ja, mach das. Komm, holen. Willst du es mir raufschmeißen hinten oder soll ich über R laden? Also willst du jetzt die Palette über meine Saatmaschine halten oder? Nein, fahr du lieber ran. Okay, dann fahr ich jetzt mal schnell ran, ne? Dann ist die erste Palette schon halb leer. Sieht aber auch komisch aus, was du da baust. Was? Naja, dass er da so Männchen macht und so. Vielleicht kennst du ja vorne irgendwas draufstellen, dass er wieder sich richtig richtet oder ist das alles. Oder hinten die beiden Paletten einfach mal gegenfahren, dass die nicht mehr so halb draufstehen. Yep, wollte ich gerade machen. Ach, ich so. Habe gewartet, bis du weg bist. Damit ich das nicht sehe? Ja, nicht, dass ich dann. Also, den Anhänger auf dich raufhau und dann dein Traktor durch die Gegend fliegt. Ja, das wollen wir nicht, das stimmt. Das wollen wir wirklich nicht. So, jetzt wird es aber langsam dann dunkel. Ja, so wird es ein bisschen dunkler. Aber es ist schon später dunkel als im ersten Monat. Im ersten Monat, da ist es um 19 Uhr schon stockefinster gewesen. Ja. Also da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Zeit. Wem der Hafer sticht. Weiß gar nicht, wo das Sprichwort herkommt mit dem Haferstechen und so. Okay. Mikrofon die Box, Entschuldigung. Aber sonst ist doch schön, oder nicht? Also ich finde es jetzt gut. Ich meine, bis auf das ich jetzt hier glaube ich seit 7 Folgen mit Niederschlag fahre die ganze Zeit. Ja. 6 Folgen bis jetzt, ne? Wie gesagt, morgen ab Mittag. Morgen ab Mittag haben wir dann keinen Niederschlag mehr, da sind wir K.O. Genau. Wieso hoch hin? Kann man eigentlich, kriegst du eigentlich so ein Regal in dem mittleren, kriegst du gar nicht so was reingeschoben, oder? Wollte ich gerade ausprobieren, aber so wie es ausschaut, nein. Ich glaube, das Hochregal ist noch nicht so dafür gedacht, was wir da machen wollen mit. Ich glaube, wir wechseln den Typ nochmal auf das andere, was wir da hatten. Oder lassen das ganz mit den Hochregalen und stapeln die erstmal so ganz normal. Stellen die nebeneinander und gut ist. Wir bräuchten also ein höheres Hochregal. Ne, ein anderes halt. Ja. Ein schöneres, am besten eins, was Autolot ist, wo du es da vorstellst und sortiert sich das halt selber rein. Ja, das wäre schön. Ein bisschen Bequemlichkeit darf ja durchaus sein. Nein, ich denke mal, wir werden früher oder später darauf aussehen, dass wir große Silos hier haben. Ich wäre ja dafür, dass wir große Silos dann haben, mit die man selber befüllen muss. Ich weiß nicht, ob es sowas als Mod gibt. Also, dass du dann ein Silo hast, wo du Saatgut reinfüllen kannst, wo du dann später wieder Saatgut rausholen kannst. Mit der Seemaschine. Das sollte cool, ja theoretisch gehen. Theoretisch müsste das gehen, ja. Weil dann kannst du nämlich, fährst nämlich hin, holst am Shop dir einen Hänger voll Saatgut, kippst den da rein und dann kannst du dann immer wieder rangehen und das da rausholen. Ja. Aber ich denke mal, das gibt's garantiert als Vermoddung irgendwie. Na, ich fahr immer erst wieder vorwärts. Vielleicht so, kann man das auch bei den normalen Silos machen.
Ich glaube, da kriegst du kein Saatgut rein. Also ich habe jetzt irgendein Silo ich gefunden, wo anscheinend Silo, wo du auch Saatgut reinkriegst, aber da weiß ich jetzt nicht. Oder nicht für alle Waren oder so. Mhm. Ich meine, so eine Heuhütte wäre natürlich jetzt mit dem Mod, mit dem Seasons Mod auch nicht schlecht, ne? Ja, sowas haben wir ja quasi gemacht. Im Lager da, oder? Ja. Den überdachten. Ja, da schmeißen wir Stroh rein dann und alles. Weil die Pferde, die brauchen ja auch Stroh. Ja. Und das glaube ich gar nicht mehr so knapp. Aber gut. Sieht mal ganz gut aus. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Laternen machen irgendwie noch kein Licht. Nee, irgendwie nicht. Geh mal ran und schalt die mal an oder so. Oder da E dran drücken kannst oder so. Ich nicht. Da hebt er das teure Geld, unser schönes Geld hebt er aus für Laternen, die nicht je nehmen. Mann, Achim, du. Ja, aber vielleicht macht die Seasons Mod auch irgendwas mit der mit dem Licht generell. Ja, wieso bei dem anderen geht das Licht da auch in der Hütte drin? Ja, aber das in der Hütte ist ja ein anderes Licht. Das und die Straßen, die Straßenlampen hier hinten an der Straße, die gehen auch. Okay. Die machen auch Licht. Also wenn du jetzt hier mal bei der Bahnschiene da die Straße dahinter guckst, da sind auch Lampen dran, die machen Licht. Wenn auch nicht viel, aber sie machen Licht. Den Pferdeanhänger brauchen wir nicht mehr, oder? Den kann ich verkaufen. Den kannst du verkaufen, Fanny. Also wir holen uns hier nur Pferde und die lagern, die sind ja dann bei uns stationiert und die müssen wir ja bloß regelmäßig. Ja, wir vermieten ja quasi den Stall, ne? Ja, Moment. Ja, das klingt nur so, wie wenn es eine Armee wäre. Eine Einheit wäre, ja. Naja, Entschuldigung. Manchmal habe ich da so ein bisschen den militärischen Drang, Dinge zu benennen, was? Hier verkaufen muss man dann vorne. Geht nicht bei unserer Dings. Ja, macht ja nichts. Ich stelle ihn nur mal raus, weil jetzt verkaufen sollte hier auch nicht mehr aus. Wieso? Weil die Folge vorbei ist. Und wieder? Ja. Das ist ja furchterregend. Na gut, wollen wir denn noch schlafen oder? Ja, würde ich sagen. Ja, gut. Bis morgen früh um 6 dann? Genau. Gut, dann würde ich sagen, das war eine Folge LS19 hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns war das Chaos nicht. Ist das Chaos? Das rennt ja nämlich noch hin und her. Und wir verbreiten Chaos auf den Acker. Nein, wir sehen Hafer ein und werden jetzt aber erstmal schlafen gehen. Und dann werden wir morgen früh gucken, wie die Hühner und wie viel Wert die Hühner haben. Oh. Und alles, was dazugehört. Die Sauberkeit also, ist jetzt bei den Hühnern übrigens bei 100%. Das ist doch sehr schön. Aber ach, du hast hier den Funzel an hier. Wie ist denn Funzel? V oder F? F. Wie Funzel. Funzelette. Los, dann lass uns reingehen ins Häuschen schlafen, ne? Komisch, dass die kein Licht machen. Also schön, dass die hier steht, aber sie macht kein Licht, ne? Ja. Ist noch nichts im F1-Menü. Taschenlampe ein, aus, Karte vergrößern, Global, bla bla. Keine Ahnung. Jetzt hättest du doch das Flutlicht nehmen sollen. Naja. Lass uns mal ein bisschen Fernsehen gucken noch hier. So. Bis dann. Schlaf gut. Gute Nacht, John Boy. Tschüss. Tschüss.